Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne wieder mal ein paar Däumchen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr es braucht, Game Keys, Game Cards oder auch ein paar Coins, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu unserer Homepage. Da, wo wir so diese ganzen Sachen verlinkt haben, so wie MMOGA und so weiter. Da könnt ihr euch dann halt Coins besorgen. Und ich meine heute, scheiße, ich habe mein Handy nicht hier. Heute ist der letzte Tag, an dem die Aktion noch ist mit 20% Nachlass für FIFA Coins. Einfach mal gerne reinschauen und ihr könnt es natürlich auch gerne da oben auschecken, Twitter, Facebook und auch Instagram. Und ja, heute habe ich meine Frau wieder ausgetauscht und habe Yoshi wieder mit dabei. Und wir legen direkt mal los mit den 25k-Packs. Also es scheint ja einigen gefallen zu haben, dass ich meine Frau dabei hatte. Andere waren darüber empört und haben disliked. Es ist immer sehr lustig, aber auch süß, ne? Wenn da so, keine Ahnung, komische Kommentare kommen, die man einfach ignoriert. So, wir haben hier so ein bisschen, ja, Sydney Sam, der ist natürlich eigentlich nicht so viel wert, würde ich mal behaupten. Oh, 1200. Aber Sydney Sam, richtig guter Spieler. Ich glaube, wenn ich das in Upgrade bekomme, ich weiß es nicht. Es kommen aber bald die Upgrades und da ist zum Beispiel Lacazette und Griezmann dabei. Die haben plus 2 jeweils bekommen, meine ich. Und das Coole daran ist, dass jetzt die Informs mega heftig ansteigen im Wert, weil die ja sich verbessern, die Informs. Also wenn er jetzt der Lacazette hatte normalerweise eine 79er Bewertung und wird jetzt später als Upgrade eine 82er Bewertung haben. Er hatte damit aber auch ein 81er Inform, wenn ich mich nicht irre. Und diese Inform hat natürlich dann auch bessere Bewertungen, plus 2. Der wird also ein 84er. Oder denn 82er Inform? 3? Ich weiß es nicht. Von 79 auf 82, habe ich das gesagt? Ja, plus 3. Und sein 81er plus 3 heißt dann eben 84. So, jetzt ist es richtig. Das heißt, er hat einen 84er Inform und dadurch ist er jetzt viel mehr wert. Wir können mal ganz kurz auf den Transfermarkt schauen. Könnt ihr gerne sehen. Der war vorher so bei, sagen wir mal, 180.000. Aber jetzt erwarten ja alle das Upgrade. Zack. Jetzt hat sogar der 80er, also sein First Inform, so viel mehr wert. Der zweite 600.000. 1,5 Millionen, 325, irgendwas. Da ist der nächste, 1 Million. Aber ich glaube, der geht nicht für 1 Million weg. 15. Da kann man natürlich machen, ne? Einfach den Markt aufkaufen und 15 Millionen reinstellen, wird nur keiner abkaufen, ne? 900.000 ist schon sehr heftig, weil der ist auch so schon super krass. Sein schwacher Fuß ist nicht so gut, aber guck mal, Tempo. Der wird jetzt nochmal plus 3 bekommen. Das heißt, ihr könnt mal davon ausgehen, dass ihr über 90 Tempo haben werdet. Vielleicht sogar 90 Dribbling, 89 Shooting oder so, wenn die paar Werte da plus 3 jeweils kommen. Richtig heftig. Ich glaube, das wird ein richtig heftiger Shit. Super, super, mega krass. Griezmann ähnlich, Pogba auch. Das sind eine der ersten Upgrades, die ich jetzt so gesehen hatte. War noch irgendein vierter, der mir aber nicht mehr einfällt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Was glaubt ihr? Wer wird noch Upgrades erhalten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer noch ein Upgrade kriegt. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, weil darauf spekulieren ja halt auch die Leute, ne? So, oh, hier, Upgrade da und so. De Gea zum Beispiel eventuell. Man weiß es nicht. Das ist halt auch so eine Vermutung. Und das Interessante ist halt, dass die normalen Karten, also wenn ihr den normalen Lacazette-Zusche habt, den 79er, der bleibt 79. Aber die Informs werden halt entsprechend angepasst. Und die steigen dann extrem im Wert. Ist ja irgendwie klar, ne? Weil die ja wesentlich stärker sind. Die gehen dann richtig ab wie Schmidts Katze. Der Lacazette-Second-Inform ging ja so schon ab mit Griezmann und so weiter. Also schon richtig, richtig heftig. So, Hernandez. Oh, okay. Isco, war das Isco? Isco? Ich glaube, Isco kriegt ein Upgrade. Ich glaube, es war Isco, der vierte, den ich da gesehen hatte. Griezmann, Lacazette, Pogba und Isco. Wenn ich mich nicht täuschen sollte, es kann ja sein, dass ich jetzt hier falsch liege. Gucken wir mal weiter. Ich gucke mal ganz kurz. Isco. Wir schauen Isco.
Er hat auch einen Inform. Oh ja. War das wirklich Isco? Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich echt nochmal nachgucken auf Facebook. Sekunde. Ich schau mal ganz kurz nach. Ich mach mir ganz kurz Fatzebuch auf. Auf Fatzebuch hat es nämlich der Grauer nochmal gepostet. So, da haben wir das ja schon. Grauersaut. So, haben wir hier. Wo hat er das denn geteilt? Grauer, wo hast du das denn geteilt? Da. Der Isco kriegt ein +1 Upgrade. Das heißt, sein Second Inform wird zu einer 86. Das haben auch einige schon mitbekommen. Aber ob das so wirklich krass wird, ihr seht ja hier, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig. Passen wird halt sehr gut. 79 Tempo eventuell. Oh, kann man sich gut vorstellen. Oh, das kauft eigentlich keiner, ne? Komischerweise. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der im Preis noch steigt. Also eventuell investieren. Obwohl Isco jetzt nicht so übertrieben krass ist. Das ist jetzt mal so meine Meinung. Und wir ziehen Mkhitaryan. Okay, kann man auch mitarbeiten. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Fernschüsse auf jeden Fall mit dabei. Rest, ja, meinetwegen weg. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein 25k-Pack und dann mache ich halt noch so ein paar Packs auf. Dann haben wir schon mal 250.000 durchgedrückt. Boom! Und wir ziehen Arango. Okay. Der beste Freistoßexperte der Welt, wie es so heißt. Zumindest laut einigen Kommentaren. Bum, 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 bum. Bam! Johnson! Oh! Von Gladbach? Könnte durchaus was wert sein. Ja, ein bisschen ist er auf jeden Fall wert. Der Glenn Johnson. Der war eigentlich bei Hoffenheim. Ist er ausgeliehen zu Gladbach oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles irgendwie gerade nicht. Das ist immer das Doofe. Ich meine, dass der bei Hoffenheim war, wenn ich mich nicht ganz täuschen sollte. So, nächstes Pack. Montoya, Hawk und PSG. Der Rest weg. Okay. Ich schaue nebenbei auf den Aufnahmebildschirm, wo das hier so aufgenommen wird, ob das auch in Ordnung aussieht, weil ich habe hier so ein bisschen blauen Hintergrund, also dass das nicht komplett perfekt rausgekeyt wird. Vermutlich wegen Schatten, den ich durch meinen Stuhl produziere. Also der Stuhl hier. Genau. Arbeloa, sehr schön. Weiter. Da ist nichts dabei. Wir wollen jetzt hier... Ich will eigentlich heute nochmal einen richtigen Knaller ziehen. Einfach jetzt mal so... Bam! Knaller! Bang! Mhm. Ja, wenn ihr den Lacazette noch irgendwie günstig schießen könnt, macht es. Also den Second Inform. Dann könnt ihr da auch nochmal richtig Gewinn machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und auch bei Griezmann. Andere, die halt so spekuliert werden, die Upgrades kriegen. Ich meine, es war Bichert, bei denen sie gespekuliert hatten. Aber ich weiß es eigentlich nicht so genau. Das ist ja immer sehr schwierig, ne? Da, man sagt, oh, der hat super Leistung gegeben und so weiter. Und dann ist er dann doch nicht irgendwie... Hat er doch nicht ein Upgrade gekriegt oder so. Was halt auch irgendwie oftmals halt auch so ist bei... ja, Team of the Year zum Beispiel. Da hat man auch gedacht, so eher Boateng vielleicht. Und dann ist da David Luiz drin und so. Ist halt ein bisschen doof. Ist halt irgendwie so. Man kann das halt nicht so hundertprozentig vorhersagen. Oh, cool. Habt ihr es gesehen? Ach, habt ihr gar nicht gesehen. Na, schade. Ich habe oben eine 1337 stehen gehabt bei meinen Münzen. Fand ich cool. So, die können alle weg. Jetzt habe ich keine 1337 mehr. Aber das war ein gutes Zeichen eigentlich. Aber leider hat es nicht geklappt. Da ist nichts gekommen. Nur die letzten Minuten, die wir hier haben. Ich sag mal so noch 5 Packs. Samba. Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Schönes ziehen. Bisher ist es ja noch nicht geglückt. Also hier ein paar Transfertipps mit den Upgrade, den Winter-Upgrades. Die kommen am 13. Februar, habe ich gelesen. Die ersten Upgrades wurden jetzt aber schon bekannt gegeben. Ich weiß nicht, wie viele noch weiter bekannt gegeben werden, vorher noch. Das waren zumindest 4 der Upgrades. Vielleicht kann ich das irgendwo noch nachlesen, dass da noch mehr vielleicht sogar gesagt werden, die upgraded werden. Pogba, ah fuck. Alba abgestoßen. Schade. Mein Pogba wird sogar, wenn ich mich nicht irre,
auf 85 geupgradet werden. Das heißt, sein Inform hatte dann ein, sein Second Inform hätte eine 87. Das ist richtig heftig. Warte mal. Das ist richtig heftig. Pogba. Von 83 auf 85, einen Second Inform mit 85. Ja, da sind sie schon. Ein 87er Pogba. Da gucken, wie teuer war der zweite. Ah, egal. Gucken wir hier vorne. 1,6 Millionen. Heftig, ne? Ja, richtig stark. Richtig, richtig stark. Also der wird schon fette Werte haben. Besonders physisch. Schaut euch das mal an. Richtig stark. Also ich denke mal, wenn man da nicht zu hoch einsteigt, kann man da ganz gut Gewinn machen mit dem. 3 Millionen. Oh. Ja, aber ich glaube, der ist raus schon aus den Packs, ne? Oder wo ist der gerade? Ist der hier aktuell? Ja, der ist sogar noch in den Packs. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ja, ich habe eigentlich, was Pogbas angeht, immer Glück gehabt. Aber jetzt irgendwie noch nicht. Ich habe schon so viele Pogbas in Form und so weiter gezogen. Auch International Man of the Match. Da habe ich den dreimal hintereinander oder zweimal hintereinander oder so gezogen. Das war auf jeden Fall richtig heftiger Scheiß. Aber es ist leider nicht geklappt hier bisher. Mann, aber wir haben ja noch ein... Ja, bis Mittwoch haben wir noch Zeit. Ein paar Packs aufzumachen, eventuell noch den Pogba zu ziehen und dann BAMS! Ordentlich Knete abzustauben, weil der Second Inform mit 85er Bewertung, der wird auf 87 hochgeschraubt. Das wird so heftig. Ich schätze mal, der wird 93 oder so Physis haben. Alter Scheiß. So, ich bin schon über, alter Scheiß. Über die 5 Packs eigentlich, die ich noch machen wollte. Macht mir eigentlich nichts, weil ich gerade so ein bisschen im Pogba-Fieber bin. Ich mache jetzt hier noch 50k auf. Ich kriege nochmal ein Gratis-Pack, das ist gut. Also eigentlich möchte ich gerne hier so die Upgrades abgreifen. Und wenn es ein Pogba ist, dann wäre ich richtig glücklich darüber. Ich glaube, ich würde ihn sogar erstmal behalten und dann damit spielen. Aber eigentlich würde ich ihn auch gerne verkaufen. Weil 3 Millionen für den Spieler ist richtig geil. Ist die Frage, wie lange hält er seinen Preis? Wird er, ist jetzt sozusagen so eine Blase, wo das aufgebaut wird, so, wow, haben, Pogba, Pogba und so weiter, weil der ist ja noch in den Packs, da können ja noch mehr gezogen werden davon. Wenn ihr Pogba in Form, Segment Form habt, habt ihr gerade richtig viel Asche durch die Upgrades. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, falls ihr zu den Glücklichen gehört, die Pogba Segment Form gezogen haben und boom, Carrick! Ich warte echt noch drauf, dass jetzt hier ein Pogba noch fällt. Eigentlich mag ich gar nicht aufhören, weil ich noch so einen Pogba sehen will. Komm schon. Ah, Jovinko. 91 Tempo. Berratti. Hm. So, letztes Pack und dann das Free Pack noch auf. Bam! Leider nicht. Leider nicht. So, Free Pack. Und da wird natürlich nichts Besonderes drin sein. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gerne lasst hier die Däumchen nach oben blitzen und da kriegen wir den Webo. Das heißt also, Webo, bis dann, macht's gut. Tschüssikowski.